Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem, naja, nicht wirklich Tablefighters-Video, aber ich sag mal zu so einer Art Mini-Update, wie auch immer. Hatte ich ja schon mal auf der Facebook-Seite geschrieben. Und ja, da habe ich mir gedacht, nehme ich doch mal was auf, auch wenn es hier nur so ganz schlecht am PC ist. Alle möglichen Einstellungen stimmen wahrscheinlich nicht. Also ich habe ein bisschen mit den Aufnahmeoptionen in OBS rumgespielt, aber ich habe den Eindruck, dass meine Stimme zu leise ist, obwohl ich das Mikrofon schon echt gut hochgepegelt habe. Aber ja, keine Ahnung. Das könnt ihr ja auf jeden Fall mal schreiben. Falls das zu leise, zu laut oder was weiß ich was ist, dann muss ich da einfach nochmal gucken, ob ich was anpassen kann. Ansonsten würde ich sagen, für den Moment lasse ich das erstmal so, wie es ist. Ich werde jetzt hier heute auch noch nichts machen, so wie ich das ja schon mal gemacht hatte, streamtechnisch so mit irgendeinem Spiel oder so. Also es kommen keine anderen Sounds rein, außer das hier. Also das Gelaber. Das heißt, ihr könnt auch irgendwie Lautstärke ruhig hochstellen. Da kommt nichts, wo man dann denkt hinterher so, Alter, ist das laut, geh mir nicht auf den Sack. So, so viel dazu, jetzt aber ein bisschen zu den Updates. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute zumindest mal so ein bisschen was hier am PC, da ja aufgrund von Covid-19, Corona-Gedöns hier im Moment eh nicht wirklich was läuft. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, das ist natürlich nur ein kleiner Teil oder einer der Gründe, warum im Moment Table Fighters mäßig nichts geht, beziehungsweise würde ich sogar sagen, das wäre eher eine Ausrede, denn ganz ehrlich, so wirklich Table Fighters mäßig was mit aufnehmen und Videos machen und bla und Dings und Bunker und hin und her, läuft im Moment halt so gar nicht. Hat unterschiedliche Gründe, alles ist so ein bisschen auseinandergegangen. Also zum einen, das habt ihr ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, waren Pfeife und ich immer mal dran noch mit hier This is not a test Videos und auch mal so dem einen oder anderen kleinen Quatsch so dazwischen, einer Laberrunde oder sowas. Auch das läuft jetzt gerade im Moment nicht. Kann sein, dass wir irgendwann sowas mal wieder spontan machen. Wir hatten mal über sowas nachgedacht, so ganz auf billig, ohne Schnitt, einfach irgendwie aufgenommen. Haben wir dann aber irgendwie doch nicht gemacht und steht auch gerade nicht so an. Es gibt diverse Umstände bei verschiedenen Leuten im Leben, so natürlich auch mich da eingeschlossen. Ich bin gerade auch in einer, ich sag mal, ganz besonderen Situation, die ich hier nicht weiter ausführen will, ist aber auch nicht wirklich relevant. Nur so viel im Moment laufen halt, wenn überhaupt, solche Solo-Sachen. Ich habe in der Vergangenheit, in den vergangenen letzten Monaten durchaus auch nochmal Tabletop-mäßig was gezockt. Also jetzt nicht hier am PC irgend so eine simulierte Kacke, sondern richtig. Und zwar habe ich da zum Beispiel mit dem, also ihr hattet ja das letzte Video vielleicht noch gesehen von This is not a test, wo wir nochmal was starten wollten. Das haben wir dann aber nicht wirklich weitergeführt. Ich habe unter anderem mit dem Sven mal ein bisschen Gokamorka gezockt, war ganz lustig. Und dann habe ich mal bei Infinity reingeguckt. Da war der Thibaut mit am Start, den habt ihr auch schon mal irgendwo in einem This is not a test Report gesehen. Ja, da haben wir auf jeden Fall mal Infinity gezockt, da habe ich mir ein paar Minis geholt, ein paar Japaner. Eigentlich ganz geil, vor allem super geile Minis. Das Spiel ist schon, ja, ich sag mal, also es ist unheimlich taktisch. Es ist ja so Skirmish, aber nicht wirklich so wie so 0815 Skirmisher, sondern es geht ja ganz viel um so Initiativ-Dings, Werte hinher, keine Ahnung. Ziemlich geil, aber auch echt nicht so easy, denke ich. Aber naja, da mal reingeguckt, hier mal reingeguckt. So, und jetzt aktuell, weil ich sag mal so Games Workshop, ich habe mir zwischendurch, war ich immer mal nochmal beim Crunchy im Laden, habe mal immer geguckt, mir auch das ein oder andere gekauft, einfach so, weil muss man halt machen. Als die Sisters rausgekommen sind, die Sisters of Battle hier, die Sororitas, habe ich natürlich direkt voll zugeschlagen, denn ganz früher. Ich sag mal, ich bin ja einer, hatte ich ja schon irgendwann mal erzählt, der nicht seit 100 Jahren oder so hier im Games Workshop Hobby ist, aber durchaus im Tabletop-Bereich und so. Und am Anfang des Games Workshop Hobby stand bei mir Imperiale Armee und Sororitas. Und ich hatte meine Armee, alles Zinn, alles bla, hier Dings bemalt, keine Ahnung, habe ich irgendwann abgegeben. Und da dachte ich jetzt mit den neuen, geil, warum nicht? So, hast du mal Bock drauf, machst du mal, hab mir direkt zwei von diesen limitierten Boxen da organisiert und
Dann habe ich danach noch ein bisschen was gekauft. Hier 10er-Trop, da irgend so ein 5er-Trop, keine Ahnung. Und als letztes jetzt den Exorzist-Panzer, weil das ist für mich immer das 40k-Modell gewesen, was alles so symbolisiert und wiedergibt, was in 40k oder sagen wir mal zumindest im Imperium vom 40k drin steckt. Diese ganze Idiotie und keine Ahnung. Ja, der steht auf jeden Fall noch immer OVP hier, obwohl das jetzt ja schon ein paar Monate her ist, seit er rausgekommen ist. Die anderen, da habe ich einen guten Teil der Box, oder nee, ich habe die Box, glaube ich, komplett gebaut. Nee, stimmt nicht, die Seraphim nicht. Ich habe einen guten Teil bemalt, einen 10er-Trupp. Ich habe so den kranken Typen, Läuterer, glaube ich, hier, Penitent Engine jetzt da ist ja alles Englisch jetzt, ne? Gebaut, bemalt in so einem Blend-Shih-Tzu-Style, hat mir ziemlich Bock gemacht, fand ich ganz geil, aber irgendwie hat mich das nicht so gepackt, dass ich dachte, boah, fett, jetzt ziehst du das komplett durch, machst eine ganze Armee. Dann habe ich mehr oder weniger mit dem ganzen GW-Kram, ja, ich würde nicht sagen aufgehört, ich habe ja hier auch noch natürlich eine Menge Zeug. Ich habe aber ein bisschen was hier und da verkauft und bin dann auf was Neues gekommen, und zwar das hier, was ihr gerade die ganze Zeit schon auf eurem Bildschirm seht. Nämlich Flames of War. Die Sache ist, ich bin ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal gesagt habe, aber was so historisches Tabletop angeht, ich muss mal eben gucken, ob die Aufnahme noch an ist. Im Moment nämlich keinen zweiten Monitor. Jo, läuft. Ja, also, ich habe ja immer gesagt, so historisch und bla, das muss nicht sein und keine Ahnung. Und die Sache ist, mir geht es auch gar nicht so sehr um das Spiel an sich. Ich habe mir zwar auch ein paar Battle Reports reingezogen, die auch recht easy aussehen. Also ich glaube, das ist nicht wirklich so das mega komplizierte Spiel. Hier und da liest man immer mal, dass es ja quasi das 40k der historischen Systeme ist oder so. Kann ich total nachvollziehen, zu Gründen, wo ich gleich noch zukomme. Aber das Ding ist, und was mich da vor allem mega fasziniert aktuell und wo ich halt wirklich dran bin, ein bisschen was zu machen, das ist tatsächlich der Maßstab. Weil ich sag mal, diese 15 mm Dinger, also das ist halt 15 mm Maßstab, ist irgendwie 1 zu 100 oder so, keine Ahnung, hat zum einen, ich sag mal, gibt es unheimlich viel da, ja, also nicht nur hier von Battlefront, hier den Herstellern von Flames of War, sondern auch Alternativen, also ne, die Plastic Soldier Company, es gibt ein paar Alternativhersteller, die kleines Zeug, spezielle Sachen irgendwie produzieren. Es gibt verschiedene Modellbaufirmen, die Bausätze haben in diesem Maßstab. Die sind, wie das natürlich immer irgendwie ist, 1 zu 100 ist nicht 1 zu 100. Ne? Das heißt, bei den einen ist ein 15 mm Panzer, ein Sherman oder so, ein kleines Stück länger als bei anderen, obwohl es das gleiche Modell ist, kennt man ja auch von anderen Sachen. Nichtsdestotrotz, ich finde es echt super geil, diesen Maßstab zu bemalen. Das ist nochmal was ganz anderes als jetzt wirklich hier die GW, die 28 mm Sachen. Und es ist auch was anderes, weil ich habe ja durchaus, also ich hatte ja zwischendurch mit dem Sven mal Dystopian Wars gezockt, hier so Minischiffe bemalen. Ich hatte meine Gothic-Flotte hier, ich hatte Titanicus mit dem Mozzi, da habe ich auch so Titan bemalt, aber das ist alles schon weg. Alles nicht schlecht. Aber ich muss sagen, dieser 15 mm Maßstab, der taugt mir echt sehr gut. Das heißt, hier so Epic und sowas, das ist ja so um die 6 mm, da habe ich ja auch eine bemalte Armee, sag ich mal hier. Ist auch schon geil, aber ich finde hier 15 mm bald noch besser, denn das ist ein super Kompromiss. Also ein Panzer passt locker in die Handfläche, naja, sogar in eine halbe Handfläche oder so. Ein Mannequin ist, ja, weiß ich nicht, zwei Fingernägel groß oder so groß wie ein Fingernagel irgendwie, so je nachdem, was ihr für Pranken habt halt, ne? Das, was wiederum für die Bemalung heißt, okay, ich kann wahrscheinlich schon, aber ich gehe in der Regel natürlich nicht hin und mal da jetzt hier irgendwie von dem Typen hier die Augen an oder so ein Scheiß, sondern ich beschränke mich bei so einer Figur, also wenn wir jetzt mal den hier nehmen, da mache ich wirklich irgendwie Hautfarbe, Uniform, Helm, Stiefel, sieht man jetzt hier nicht, Stiefel, und vielleicht, wenn ich da echt Bock drauf habe, noch so ein paar Details wie Taschen und so, wobei das bei vielen Uniformen ja die gleiche Farbe hatte, so dass es auch kein Problem ist. Dann hinterher ja noch ein bisschen die Waffe, einmal waschen und danach hingehen und alles ein bisschen highlighten. Das könnte man noch leichter machen, indem man einfach einmal über das Viech da drüber bürstet und alles ist gut. Aber wie das so ist, ein bisschen was muss ja immer, also gehe ich dann hinterher noch hin mit den Grundfarben bzw. aufgehellten Grundfarben und ja, ich sag mal, nicht richtiges Layering, aber ich gucke, dass ich hier und da dann nochmal so einen Akzent setze. Und dann sehen diese kleinen Figuren für sich genommen schon echt geil aus. Dann stehen die irgendwie noch so auf Bases, wo irgendwie, ich weiß nicht, ob hier irgendwo irgendwas ist.
Hier sind so Hobby-Bla-Fotos von irgendwelchen Leuten. Ja, Instagram, keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall, da stehen dann immer so ein paar Typen auf so einem mini kleinen Base und dadurch hat man immer sowas wie, ja, also man kann es zumindest so aufbauen, wie so kleine Dioramen für sich. Was ich unheimlich geil finde. Also du baust irgend so ein Artilleriegeschützteil mit Lademannschaft und keine Ahnung, packst sie auf so ein Base und hast drumrum, kannst du direkt so ein klein bisschen hier Hügel dran oder selbst wenn du nur so einen kleinen Mini-Busch da hinsetzt oder so, hast du direkt den Eindruck, so geil, die stehen mitten in der Wüste und das passt oder mitten in der Normandie oder was weiß ich, was man da halt so macht. Das Ding ist ja jetzt, was viele bei so historischem Zeug sagen, zum einen dieses ganze Hintergrundzeug mit so, ist aber krass hier, Nazis geht ja gar nicht und bla und keine Ahnung. Ja, sei jedem unbenommen, kann man ja machen oder halten, wie man will. Die Sache ist, dass es mir um sowas alles gar nicht geht. Und der andere große Punkt, der Kritikpunkt, der häufig ist bei historischen Sachen, ja, wenn das nicht absolut akkurat ist, was man da baut, was man darstellt, ist es direkt scheiße, wird man geflamed, wie auch immer. Jetzt natürlich das Ding, da ich das sowieso nicht zocke, sondern einfach nur für mich hier ein bisschen was aufbaue, ist das ja schon mal scheißegal. Das andere Ding ist aber, so eng ist das gar nicht, weil natürlich kommen da oder sind da Sachen, die sonst nicht passen. Also ich kann nicht hier irgendwie in so einer Mid-War-Ära, also hier 42, 43, da kann ich nicht mir da eine ME-262 hinstellen und sagen, oh, hier, das ging aber trotzdem schon. Ist halt nicht oder so, das passt dann irgendwie nicht. Aber ganz ehrlich, das kommt dann auch so ein bisschen so diese eigene Tabletopper-Ehre oder Hobby-Ehre durch. Das macht man dann auch eh nicht. Ich meine, stellt euch das vor, was das für einen Nerd-Shitstorm geben würde, ja, wenn ihr euch einen Land Raider Crusader baut. Nein, pass auf, keinen Land Raider Crusader. Ihr baut euch einfach einen Land Raider, macht in die linke Kuppel zwei Laser, weil sieht geil aus oder so, und in die rechte Kuppel macht ihr synchronisierte Bolter. Und obendrauf setzt ihr noch die Knarre von den Grey Knights hier, diesmal gab bei Forgeworld so einzeln dieses Ding, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So, ja. Alter, erstmal wird das völlig scheiße aussehen, weil es ja unterschiedlich ist mit links, rechts. Aber zum anderen, was soll das sein? Dafür gibt es keine Regeln, das ist keine Ahnung, ja. Und jeder Nerd wird dann direkt sagen, hier geht ja gar nicht, das hat es nie gegeben, bla, sonst wie. Und wenn du dem dann erzählst, ja, aber das ist mein eigenes Chapter, ich mach, was ich will und so, kannst du zwar machen, aber irgendwie ganz ehrlich, bei dir selbst drin ist ja dann auch so ein bisschen so, Alter, ich baue doch nicht links Laserkanonen und rechts das dran. Oder um ein anderes Beispiel zu nehmen. Wenn ich mir, was weiß ich, eine Mordiane-Armee aufbauen will, dann nehme ich nicht als Saku-Einheit, also als hier Befehlsstab-Dings da, eine Einheit von den Valhallanern oder so, weil es einfach zum einen völlig scheiße aussieht und zum anderen, weil es nicht passt. Man kann sich zwar immer irgendwelche Sachen herziehen, man kann zum Beispiel sagen, das ist ein gemischtes Regiment, da sind Überbleibsel von, weiß ich nicht, da wird es aber trotzdem irgendwie nicht passen, wieso der eine in seinem Wüstentarn da rumrennt und der andere in seiner Paradeuniform daneben steht. Das ist dann irgendwie nicht so geil. So ist das hier natürlich auch, ja. So, also so kommt das zum Beispiel auch bei einem selbst so durch, dass man sagt, ey, pass auf, ich gucke, dass das ungefähr akkurat ist. Was weiß ich, hier Early War hat es dann diesen und jenen Panzer nicht gegeben. Also mache ich mir jetzt, wenn ich mir eine Streitmacht aufbaue, die so im, keine Ahnung, so wintermäßig Polenfeldzug war oder so, da setze ich dann keinen Panzer rein, der da nicht hingehört oder sowas, ja. Oder Flugzeug oder was auch immer. Das Ding ist, andersrum hat man durchaus Gestaltungsmöglichkeiten und kann machen, was man will. Ja, also ich meine, es war gang und gäbe, dass bei Panzern, wenn die, also jetzt nicht Totalschaden, sondern irgendwas kaputt war und so und es gab Reparaturen, dann gab es tatsächlich ganz eigenartige Sachen, wo ein anderer Turm drauf ist oder wo irgendwelche Sachen ausgetauscht wurden, weil sie nun mal gerade da waren. Im Verlaufe des Krieges viele Panzer, die an einer Seite irgendwelche hier Schmutzdings, Mudguards und Kettenschutz und so Zeug hatten, wurden demontiert, weil es scheiße oder unpraktisch war bei dem einen oder anderen Modell. Das heißt, ihr habt da durchaus Gestaltungsmöglichkeiten und wie ja eigentlich immer beim Hobby, man kann machen, was man will, Arsch lecken, was irgendwelche anderen sagen. Deswegen finde ich das bei diesem ganzen historischen Kram auch jetzt nicht wirklich schlimmer oder so, als das in 40K oder sonst bei irgendeinem Spiel ist. Von daher, das ist auf jeden Fall was, was ich gerade so richtig Tabletop-mäßig mache. Ich baue mir da gerade mehr oder weniger so zwei Armeen auf. Die eine ist schon sehr weit, die andere fange ich gerade erst an. Einfach weil ich Bock drauf habe und weil es echt Bock macht, diese kleinen, mini kleinen Dinger zu bemalen.
Zumal es auch, warte, ich guck mal, okay, das ist jetzt hier ein anderes System, aber ist egal. Ja, da sieht man den Maßstab nicht so gut. Aber du kannst auch bei so kleinen Dingern hingehen und durchaus ein bisschen mit Weathering arbeiten, ein bisschen so ganz rudimentär. Man kann das natürlich ins Extrem führen, aber es macht echt Bock, wenn man das einfach nur so ein bisschen macht. Die sehen unheimlich schnell super gut aus und gut bemalt und du schaffst richtig was. Also du schaffst dann, wenn du wirklich sagst, komm, hier, ich will jetzt hier ein Platoon, was weiß ich was bauen, ja, dann machst du das halt und das geht. Wenn man jetzt sagen würde, okay, ich will den Maßstab, aber ich will keinen historischen Kram, dann nehme ich halt hier irgendeins von deren anderen Systemen, hier Team Yankee oder sowas, wo so ein bisschen, ja, alles hier theoretisch was wäre, wenn und bla bla und keine Ahnung ist. Wobei es sogar auch für Flames of War sowas gab. Es gibt hier teilweise so Bücher, wo man so experimentelle Panzer und so eine Scheiße, also die es zwar gab, aber die nicht wirklich eingesetzt wurden oder so, wo man die aber, wo man Regeln für kriegt, dass man die einsetzt, wo man auch die Modelle für kriegt. Man könnte jetzt noch ganz, oder ich könnte euch noch ganz viel zu Flames of War erzählen. Ich breche das aber an der Stelle jetzt hier erstmal ab, weil ich merke gerade, ich laber da schon viel zu lange drüber und hatte eigentlich einen ganz anderen Plan. Ich wollte euch nämlich mal zeigen hier, jetzt auch in Bezug auf Tablefighters und Kanal, PC-mäßig, was man machen könnte und was da so geht. Weil die Sache ist ja, hier, was ich mir vorstellen könnte, also ich habe ja gesagt, hier so einen wirklichen Spielbericht und Dings, das ist im Moment einfach nicht drin. Tutorial-Video weiß ich nicht, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es inzwischen so viel Kram und so viel Sachen. Da wäre es, also ich meine, klar, hier und da noch mal was zu machen und so ein bisschen Tipp zu zeigen, so ey, so und so mache ich das. Oder zum Beispiel, was ich super geil fand, AK hat ja jetzt so eine Acrylfarbserie rausgebracht, die eigentlich ja auch nicht anders als irgendeine andere, aber da gibt es Pastellfarben. Und da habe ich mir auch direkt drei von gekauft und das ist ja mega. Also das ist für so ein Wasteland-Zeug hier, dann hast du wirklich so ein Pastellpink oder sowas wie das da. Das ist ja perfekt, um sowas irgendwie zu machen, dann runterzurocken oder so. Habe ich mir mal bestellt, habe ich noch nicht ausprobiert. Könnte man ja mal angehen. Passt halt nicht so ganz zu den Flames of War Panzern, deswegen noch nicht angegangen. Naja, also da könnte man irgendwie sowas machen, wobei da müsste ich wieder gucken. Mit Kamera habe ich im Moment nicht, muss man also beim Handy schauen, keine Ahnung. Deswegen, was leichter machbar ist, vorausgesetzt man bekommt die Einstellung hier mal vernünftig hin, wäre einfach nochmal wieder so ein Spielvideo zu machen. So hier und da mal zocken oder so. Vielleicht das ein oder andere Spiel beleuchten. Da gibt es nämlich so ein paar Dinger, zum Beispiel das hier, dieses Surviving the Aftermath, ist immer noch quasi in so einer Art Early Access. Also es ist nicht wirklich Early Access, sondern es ist so, dass das hier, ich weiß nicht, wie die das nennen, das machen ja immer mehr Hersteller, die bringen das quasi so vorab raus, aber es ist noch nicht richtig released und dann gibt es direkt so eine Roadmap dazu. Hier deswegen Update 7 Law and Order, das heißt, die releasen quasi das Spiel, aber es ist noch überhaupt gar nicht vollständig und die lassen einzelne Sachen weg und dann kommen die nach und nach dazu. Und dann kann man die irgendwie, keine Ahnung, wird das Spiel, wird immer mal, wenn man Pech hat, hier der Spielstand zurückgesetzt und bla und keine Ahnung. Und wenn man das Spiel aber jetzt schon kauft bei denen, dann kriegt man hier direkt da, hier Founders Pack, irgendeine Scheiße dazu, keine Ahnung. Ich habe das Spiel noch nicht, aber das hier wäre was, das habe ich jetzt schon über längere Zeit im Auge, ist quasi, wenn man so will, Aufbaustrategie, aber irgendwie gemischt mit so ein bisschen Roleplay-Dings. Also man bildet auch so Charaktere aus, die dann auch immer irgendwas Besonderes können und machen. Und man hat dann halt so eine Siedlung und dann kommen immer irgendwelche Naturkatastrophen und keine Ahnung, man muss halt überleben und bla bla und wieder aufbauen und managen und hin und her. Finde ich ziemlich geil. Ich habe nur keinen Bock darauf, dass sich zum Beispiel der Spielstand immer zurücksetzt. Das weiß ich, das war so, als Updates 2 und 3 waren. Da habe ich mir immer mal so YouTube-Videos dazu angeguckt, aber nicht wirklich gespielt. Und da dachte ich so, ja, hier wartest du mal noch. Ich weiß nicht, das wird jetzt irgendwann demnächst released. Da steht hier bestimmt auch irgendwo im Text, keine Ahnung. Aber das wäre auf jeden Fall so was, um so dieses ja, Wasteland-Feeling hin und her, Endzeit so ein bisschen zu bedienen, was sicherlich ganz geil wird als Spiel. Leider ist hier Mr. Prepper ja irgendwie verschoben, 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 weil da warte ich echt drauf, aber das ist immer noch nicht verfügbar, auch nicht Early Access oder so. Bin ich mal gespannt.
Was anderes, was ich letztens mal gezockt habe, was ich ganz cool fand, ist das hier. Das kriegt man inzwischen relativ günstig. Nee, warte mal, wie heißt es? Mutant Year Zero Road to Eden. Da gibt es auch schon DLC zu und das muss man ja nicht bei Steam kaufen, das gibt es auch irgendwo anders und dann ist es günstiger und was weiß ich. Wobei jetzt hier 35 Euro, ja meine Güte. Ne? Ist so ein Spiel, wo man quasi so immer nur drei Leute steuert, aber da erstmal Echtzeit, aber dann irgendwann rundenbasiert. Und guck mal, kann man auch größer machen. Ha, seht ihr vielleicht auch was. Aber wenn es in Kampfsituationen oder zu Kampfsituationen kommt, dann ist es rundenbasiert und dann ist es so ein bisschen wie früher, so Jagged Alliance oder nee, Commandos war ja auch Realtime. So halt irgendwie. Man entwickelt die Charaktere, man rüstet die aus und man sieht auch alles. Also wenn jetzt hier der Ententyp hier dieses Teil in der Hand hat, dann hat er das halt auch in der Hand oder die Armbrust auf dem Rücken und dann wechselt er die richtig und so. Sowas finde ich ja geil, ist wahrscheinlich inzwischen selbstverständlich so, aber egal. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ist jetzt nicht so super tief wie vielleicht irgendwelche anderen Spiele, die ich so gehe, also wie Fallout Tactics damals war oder so, aber ist trotzdem ziemlich nett, finde ich. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung für Leute, die sagen, geil, ich habe mal Bock auf sowas zu zocken und nebenher. Was ich noch habe hier, was ich mal angefangen habe, ist, und da wären wir dann wieder beim 40k-Zeug, hier Gothic Armada 2, das ist jetzt schon ein bisschen älter. Eins habe ich ja gespielt wie so ein Irren, zwei, hatte ich ja sogar auch mal Videos zu gemacht, zwei jetzt auch schon eine ganze Zeit. Ich finde es ziemlich cool, also es funktioniert auch unheimlich gut. Ich habe eigentlich erst eine Kampagne gespielt und die ist auch noch nicht mal durch und so, aber egal. Ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ist auch, finde ich, noch mal ein ganzes Stück besser als 1, ist aber ein bisschen anders. Kann ich sehr empfehlen, 40k-mäßig. Ansonsten, das hier habe ich mir geholt, als es rausgekommen ist, damals für echt teuer Kohle. Inquisitor Martyr oder Martyr, keine Ahnung. Ziemlich nice, ist so Diablo-mäßig, sieht man von, oder also Grafik und Dings ist so Diablo-mäßig, man rennt mit so einem Idioten rum, mit einem Inquisitor halt, den man sich baut, wenn man so will, hat so Grundklassen, dann kann man den auch ausrüsten, so also eigentlich alles wie Diablo, aber halt in 40k. Inzwischen ziemlich gut, hatte am Anfang ultra viele Bugs und war ein bisschen, weiß ich nicht. Grafik ist super, das Feeling ist super, man kann da echt reinzoomen und das ist wirklich pur 40k. Also man erkennt an allen möglichen Sachen, also nicht nur von den Figuren und den Typen, weil die Kultisten sehen sogar eigentlich noch viel geiler aus, als sie bei 40k sind, aber ansonsten erkennt man sehr viel wieder. Und was die gut gemacht haben, ist auch von den Geländestücken, also was da an Gelände und Sachen zu sehen ist. Ja, hier jetzt schlechtes Beispiel. Da ist unheimlich viel drin hier, diese Dingenspipes, die es gibt, was es auch in echt gibt. Also das heißt, man hat quasi echt eine super Portierung vom Tabletop hier rein und es fühlt sich in, ja, quasi geil bemalt und heimisch direkt an, sag ich mal. Auch ziemlich geil, sehr zu empfehlen. Allerdings finde ich ein bisschen repetitiv. Aber das haben diese ganzen Hack-and-Slay-Dinger hier, so wie Diablo und sowas, ja alle an sich. Die sind ja immer irgendwie okay, dann startest du eine Map, dann rennst du da durch, dann kriegst du Loot, dann hast du dies, hast du das, bla bla, keine Ahnung. Trotzdem ganz nice. Könnte man auch mal ein Video zu machen. Ne, also dass man quasi sagt, okay, pass auf, ich mache mir nochmal einen neuen Inquisitor, dann starte ich mal. Das sind auf jeden Fall so die Sachen, die ich mir vorstellen könnte, wenn ich jetzt wirklich Bock drauf habe, zu sagen, pass mal auf, ich mache mal nochmal hier so ein Video. Kann man sich anmachen nebenher beim Malen oder so, weil ich habe echt gemerkt, ich habe das selber auch mal immer gemacht, wenn ich hier das Flames of War Zeug angemalt habe, dass es videotechnisch so zum Nebenher laufen lassen. Ja, das ist echt so eine Sache, ne? Also man muss wirklich gucken. Ich hatte mal geguckt, Battle Reports, keine Ahnung, da habe ich mir früher immer mal reingezogen, finde ich aktuell nicht so geil. Aber ja, so Laber-Videos ist dann halt immer so eine Sache, ne? Wo man halt mal gucken muss. Egal, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, sowas mal zu machen. Vielleicht würde sich hierfür auch, also hierfür jetzt nicht, wobei ich, doch, das geht, glaube ich, auch Multiplayer-mäßig. Ja, klar geht das. Dass man irgendwie mal guckt, ja, vielleicht findet sich ja der eine oder andere, der mal mitzockt, vielleicht ist ja irgendwann mal wieder der Pfeife dabei oder so. Oder hier übrigens, sehr geil, das hatte ich mal, da habe ich das irgendwann mal aufgenommen, nee, ich glaube nicht. Vermintide, das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit draußen, also es ist ja Vermintide 2, aber auch das ist schon eine ganze Zeit draußen, hier im März 2018.
Super geil, super geiles Spiel. Also wer auf so First-Person-Gedönse steht, genau, ne, du rennst halt hier rum und haust alles kaputt oder schießt alles kaputt. Okay, geht nicht in Vollbild, keine Ahnung, aber so ungefähr ist dann, also das, die Grafik, die ist jetzt echt gar nicht mal scheiße. Und das ist halt Mega-Action. Also da brummt dir zwar echt der Schädel nach ein, zwei Partien, aber da geht schon echt gut ab. Das wäre vielleicht auch noch mal was sonst. Naja, keine Ahnung, kann man mal gucken. Ich weiß auch nicht, ich will euch jetzt auch nicht hier irgendwie falsche Versprechungen machen oder sagen, ja, pass mal auf, wir machen jetzt wieder ganz viele Videos oder hin und her. Ich kann nur für mich selbst hier sprechen und sage euch deswegen, ich könnte mir vorstellen, hier vielleicht mal noch ein Video zu machen, mal so ein Play-Dings oder so. Man sich dann in den Kommentaren oder irgendwas ein bisschen austauscht, keine Ahnung. Aber ansonsten, ich weiß nicht, was jetzt in Zukunft so geht, was so ja auch trefftechnisch, ne, ist ja alles gerade so ein bisschen komisch mit Covid-19, Corona-Gedöns und alle sterben und alles ist ganz schlimm und so und deswegen ist ja Lockdown und alle gehen pleite und bla und überhaupt. Deswegen keine Ahnung, was sich da so entwickelt. Wird man sehen. Aber wie gesagt, ne, das hier könnte ich auf jeden Fall anbieten. Also wenn da irgendeiner Interesse hat und sagt so, hey, geil, schön mal wieder was zu hören, mach doch mal ein Video oder so. Zu, weiß ich nicht, hier Mutant Year Zero, lass doch mal, mach doch mal eine neue Kampagne oder sowas. Oder zeig einfach mal, wie das Game ist oder so, spiel mal ein bisschen. Da würde ich das durchaus machen. Nicht, weil es sowas nicht geben würde, weil, ne, Let's Play und irgend so eine Scheiße gibt es ja irgendwie zuhauf. Jetzt vielleicht nicht von solchen Randspielen, wobei Surviving the Aftermath hat ja teilweise fette Unterstützer und da gibt es massig Videos zu von Leuten, die das irgendwie streamen, zocken, machen. Aber ja, das meiste halt in Englisch und wie das immer so ist. Ne? Es ist vielleicht noch mal ein bisschen was anderes, teilweise das auch unter so einem Tabletop-Aspekt zu sehen oder auch nicht. Okay, ich würde sagen, ganz viel Gelaber, kleines bisschen Inhalt sogar dabei. Und ja, für den Moment, ihr seht das hier vielleicht mit den Aufstellungen, das ist alles super scheiße, das habe ich total hochgestellt, dann habe ich hier verschiedene Filter drüber und irgendwie keinen Plan. Das funzt alles nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber wie ich eingangs schon gesagt habe, kommentiert das mal, ob das zu laut, zu leise, zu was auch immer war, dass es hier immer ins Rot geht, müsste egal sein, weil auch ein Limiter drin ist. Übrigens hier auch super geil, dieser Endlos-Effekt wieder. Mega. Sowas finde ich ja. Warte mal, wenn man das jetzt noch. Oh mein Gott! Geil, Junge. Sehr schön. Okay, ja gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ich bin hier erstmal raus. Ich lade das nachher hoch und dann, ja, keine Ahnung, kommentiert und bis demnächst. Tschö.